ausholt. Ja, ich bin mal gespannt, ob der Rob kommt, weil der... Oh, das ist Dr. Mario Ditto. Aber am besten noch einmal den Score von Nice Face ändern, es steht nicht 2-0, steht 0-0. Oh. Aber sehr spannend. Oh. Also wir haben hier den weißen Dr. Mario als Nice Face und den lilanen Dr. Mario, oder welche Farbe das auch immer ist, als Dome. Also mein Favorit ist Nice Face. Ich glaube, der kann doch besser spielen. Oh. Aber er hat gerade schlau. Oh, schlau. Krass. Ja, auf jeden Fall schlau gemacht, weil zweimal kann man die Down B nicht machen. Ja, also wenn du sie zum zweiten Mal machst, fällst du halt runter. Ja. Du kannst sie nur einmal mashen, um damit Höhe genau. zu gewinnen. Selbst wenn man gehittet wird. Deswegen schlau gemacht auf jeden Fall von Nice Face, der hier direkt in Führung geht und einen insane Dr. Mario zeigt. Ich weiß noch, wie ich beim UCS mal on-stream gespielt habe mit Rob und da haben wir auch einen Dr. Mario-Titel gemacht. Ich habe manchmal das Gefühl, der TO setzt so extra ein richtig cooles Matchup on-stream so, weil er zwei bestimmte Charaktere spielen will und dann sind die Leute einfach so, okay, wir machen random Ditto oder Dr. Ja. Mario Ditto oder so. Aber Dr. Mario, er macht halt auch einfach echt Spaß. Ja, ne? Mir macht er extrem Spaß. Also, ich mochte ihn in Smash 4 irgendwie lieber. Also irgendwie konnte ich ihn besser, aber trotzdem, Dr. Mario macht ist cooler Char einfach. Ja, ich finde auch, der bockt. Außer man wird geedgeguardet und outgecampt. Er hat halt keine Mobilität. Aber gerade in dem Set davor habe ich ihn ja auch gespielt, das hat sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht hat als Bowser in dem Matchup. Aber hier Nice Face relativ confident mit seinem Doc. Man könnte auch ein paar Charakteren, weißt du, ein paar Charaktere wären einfach deutlich besser, wenn man sie so leicht, die Recovery, weißt du, einfach höher macht. So wie bei Byleth, wer war das? Corrin. Corrin haben die ja auch irgendwann die Up-B höher gemacht. Ja, oder Incineroar, da haben sie auch die Up-B. Ja, genau. Und ich glaube auch, dass ein Ganondorf oder ein Dr. Mario oder ein Little Mac sowas vertragen könnten. Wenn Ganondorf Side-B nicht in Freefall puttet zum Beispiel, das wäre schon... Das würde schon viel für ihn machen. Oder wenn er seinen Doppelsprung wieder kriegt nach der Down-B, so wie in Melee. Aber ja, richtig nice. Hier Syntec hat jetzt hier Nice Face tatsächlich Last Stock bekommen. Richtig nice in Klammern Face. Ich fände es auch cool, wenn Dr. Hier Ganondorf entscheiden kann, ob er nach links oder nach rechts Up-B machen kann. Also praktisch, wo die released werden. Das ach so! Busted, ja, stimmt. Das wird es halt auch scary machen. Ja. Oh, tschüss. Er ist halt so schlecht, dass er so einen Buff vertragen könnte, ja. Mhm. K-Wool kann das ja auch. Wenn du mit K-Wools Downbeat konterst, kannst du aussuchen, ob du nach links oder nach rechts kontern das willst. Released. Echt? Also diesen Bauchstoß dann. Aha, den kannst du reversen. Was. Das wusste ich nicht. Ich kenne nur diesen, dass du mit Blunderbuss, also mit der Schrotflinte, den kannst du auch umdrehen. Kannst du halt auch weil nach oben, ist, nach rechts. Eigentlich kann man sich mit K-Wool nicht viel umdrehen. Also die Downbeat kannst du nicht reversen, du kannst die Up-Beat nicht reversen. Ich glaube, das ist die einzige Up-Beat im Game, die du nicht reversen kannst. Wahrscheinlich. Und dann finde ich es so wild, dass du aber, wenn du mit ihm halt Downbeat konterst, kannst du da mal das Knockback links oder rechts rausschicken, je nachdem, wie du willst. Ja. So, sie ziehen tatsächlich das Dr. Mario Ditto durch als ganzes Set. Man sieht, Nice Face bleibt auf dem weißen Dr. Mario, während Syntec sich entscheidet, von Lila auf Gelb zu switchen. Heisenberg. Ich rede jetzt nur über das Relevante, das sind nämlich die Skins. Weil alle 8 Dr. Mario Skins extrem fly und swaggy aussehen. Ja, das muss man echt sagen. Weil er so einen stylischen Anzug trägt, daran liegt das einfach. Weiß, Gelb, Lila und Rot. Und Schwarz. Ja, und Pink, Pink sieht auch ziemlich geil aus, finde ich. True, true. Alle, also ich finde alle 8 sehen gut aus. Fällt jetzt so auch Lila gefällt der mir Grüne, noch am schlechtesten. Der Grüne und der Blaue sind halt so Internisten und stimmt. Der Hellgrüne und der Hellblaue, ja. Oh, warte mal. Jetzt kann ich mich hören. Internist und Search. Wer ist ja, das genau. Chirurg. Chirurg, genau, genau. Ja, auf Englisch heißt das nicht Search übrigens. Aber bestimmt bei Team Fortress 2 oder so. Ja. Oh, Jump. Oh, es hat nicht zurückgereicht. Beide auf 2 Stocks. Ah, krass, wie viel Dr. Mario heute represented wird. Ja, echt? Also 2 Sets on Stream hintereinander mit Doc. 3 Spieler, 3 verschiedene Spieler. Ja. Mal gucken, vielleicht ja auch im Grand Finals auf einmal Dr. Mario Ditto. Oh! Das wäre nice, Grand Finals Dr. Mario Ditto. Da sehe ich mich auch im Commentary, muss ich sagen. Ja, safe. Aber diese Air Dodges. Oh, mit der Forward Air, der Callout. Da rufe ich im Krankenhaus an und die soll mal Commentary machen. Real Ärzte-Commentary. Ah, oh. sehr guter Spotdodge von Syntec. Jetzt kommt der beste Backthrow im Game. Bin mir nicht 100% sicher, es gibt auch noch Ness und Incineroar und so, aber der von Doc ist schon extrem insane. Auch von Lukas, glaube ich, ist gut. Die Back Air war gerade sogar gespaced, halbwegs mit dem Cross-Up, aber... Dumpy out of shield. Das klingt sehr cursed. Hat sie aber geholt in dieser Situation. Nice, sie werfen sich gegenseitig mit den Pillen ab. Das was meinst du, was sind das für Pillen?
Oh, weiß ich nicht. Ecstasy. Oder Ritalin. Nein, es ist Medizin. Dr. Mario verschreibt dem Medizin. Das wär, würde ja sonst gar keinen Sinn machen. Vitamin D für die kalte Jahreszeit. Ich frage mich, ob Dr. Mario wirklich eine Lizenz hat oder ob er die irgendwie gekauft hat auf dem Schwarzmarkt. Das ist auf jeden Fall eine interessante Laufbahn, ne? Ja. Also vom Klempner zum Arzt. Aber jetzt der Edge Guard. Kein Zufall mit der Dash Attack. Syntek hat sehr gut recovered mit dem Air Dodge, finde ich. Last Stock. Ah, okay, da hätte er ihn mit Up-Air punishen müssen, hat aber aus Versehen geupsmashed. Ah ja, die Air Dodges. Oh. Oh, schade. Oh, der Klassiker. Kopfnuss. Die Double-Up-Smash. Damn. Okay, es steht jetzt Nice Face 2-0 gegen Syntek. Mal gucken, ob es hier bei Dr. Mario bleibt. Ich wette, es bleibt beim Ditto. Ja? Ja, ich denke, sie haben sich geeinigt, dass sie den Dr. Mario Ditto spielen als Set. Ah, sonst hätten sie nach dem ersten Match schon. Okay. Hätten sie nach dem ersten Match schon gewechselt, denke ich. Okay, wir sehen ein. Wir aber ich will jetzt wissen, welchen Skin Syntek jetzt counterpickt. Ja, doch, den rosa Dr. Mario. Das ist eine ziemlich gute Entscheidung. Der hat auch ein bisschen besseres Matchup gegen den Weißen. Als jetzt hier der Gelbe zum Beispiel. Das ist der Doctor of Love. Ja, der dir jetzt aber Schmerz verschreibt. Mhm. Oh. So, das geht schon. Oha, Upthrow into Backair, nice. Das sehen wir noch gerne. Nicht einfach nur eine langweilige Upair oder so, sondern direkt die Backair. Da, er wollte sofort den Jablock, aber Syntek hat halt getaggt. Kein Jablock drin. Beide sind auf 67. Mit dem Backair-Trade. Oh, ganz nice mit dem Cape. Aber die Tags sind ganz gut von Syntek. Er taggt immer hinter ihnen, um nicht gejablockt zu werden. Nice Face scheint Jablocks gerade zu wollen. Oh, nicht Punish. Ja, Nice Face ein bisschen spät dran mit dem Punish. Und Doma hat natürlich sofort den Spot Dodge gebuffert. Oh, Was? Schon wieder die Forward, da kommt die Faust. Dieser langsame Move, der eigentlich nicht treffen sollte, holt ganz schön oft das... Der ist schon cool. Ich mag den irgendwie. Hat's ja natürlich auch eine nice Combo gewesen. Upthrow, Upair, Uptilt und dann geht's weiter. Oh, sauber. Ja, das hat er vorhin auch schon ein paar Mal gemacht. Er recovered gerne mit dem Wandsprung into Beaververse Pille. Das hat man jetzt von Dome zum Beispiel nicht gesehen. Ja, sollte man auch nur dann machen, wenn man es wirklich kann, weil ansonsten GG. Also im Bracket sollte man das nicht ausprobieren, auf jeden Fall. Zum Beispiel Wolf ist auch extrem sick mit dem Tag. Ja, stimmt. Wenn du so mit Wandsprung Laser auf die Stage springst, Reverse Laser. Du kannst den Gegner halt auch noch mit der Waffe dabei treffen. Ja, die macht extra Damage. Aber gerade der Backthrow hat nicht gereicht auf 170, aber die Down erreicht. Ja, es ist auf jeden Fall... Man hat das Gefühl, Nice Face spielt ein bisschen besser, weil er liegt immer vorne. Aber es ist halt ein relativ kleiner Unterschied. Also meistens verliert Dom einen Stock, dann verliert Niklas einen Stock. Upthrow Abwehr. Noch eine Abwehr. Ja, die sind... Also die zweiten Up-Airs, Up-Air kombot nicht in sich selbst wie beim echten Mario. Ich glaube ganz selten schon, aber nicht so, dass man das irgendwie consistently machen kann, wie beim normalen Mario. Aber ich meine, Downfall into Up-Air funktioniert bei den Charakteren, bei MDI. Schön. Ja. Ja, also Nice Face hat auf jeden Fall komplett anderes Movement als Syntek, wie er hier die ganze Zeit... Die Pille Beaververse, das Cape Beaververse, versucht ein bisschen unpredictable zu bleiben. Da zum Beispiel, wie der Forward Air entkommen ist mit dem Beaververse Cape. Ja, auf jeden Fall. Oh, und das war jetzt auch schon gerade. Jetzt will er bestimmt einen Spike, oder? Knapp. Oh, Backthrow. Interessant, dass er in die falsche Richtung gecaped hat. So, jetzt, also ich würde jetzt vor Broke gehen, ne? Oh. Ja, Happy Out of Shield, das reicht. GG's. 3-0 Nice Face. Das war das Set. Das heißt, Flora gegen Nice Face. Wir sehen noch mehr Dr. Mario, glaube ich. Ja. Warte. Oh, wenn wir Glück haben, sehen wir jetzt noch mehr Dr. Mario. Ich hole sie kurz. Jetzt hast du schon warm gespielt, du warst voll smart gerade.